Wir nähern uns einem großen Schritt in der Veröffentlichung meines nächsten Musikvideos. Es geht um mein Lied über die schiefe Ebene. Aber bevor ich euch das präsentiere, wollte ich nochmal ein Erklärvideo machen zu diesem Thema, wo ich die Thematik etwas genauer erkläre, wie ich das ja schon bei einigen Songs gemacht habe. Inhaltlich setze ich hier jetzt das voraus, was ich vor kurzem in meinem Video über Vektorgrößen erklärt habe. Also, was sind Vektoren in der Physik und wie addiert man Vektoren und so weiter. Falls ihr das nicht gesehen habt, ich verlinke das nochmal hier oben. Die schiefe Ebene ist eigentlich ein ganz einfacher Versuchsaufbau. Wir haben eine schiefe Ebene und eine Masse, die sich auf dieser schiefen Ebene befindet. Zum Beispiel eine Kugel. Und diese Kugel würde jetzt die Ebene hinabrollen, weil eine Kraft auf sie wirkt. Welche Kraft wirkt auf sie? Die Gravitationskraft. Und mir geht es jetzt in diesem Video darum, dass ich mal zeigen möchte, wie sich das mit den Kräften bei der schiefen Ebene verhält. Denn die Gravitationskraft, die wirkt ja nicht in die Richtung, in die die Kugel sich bewegt. Also die schiefe Ebene hinab, sondern die Gravitationskraft wirkt einfach direkt nach unten. Ich zeichne die mal rot ein. Die Gravitationskraft wirkt in diese Richtung. So. Das ist jetzt der Vektor der Gravitationskraft. Die Kugel bewegt sich aber in diese Richtung. Die Richtung, in die die Gravitationskraft wirkt, in die Richtung kann die Kugel sich nicht bewegen, weil da ist ja Boden, da ist diese schiefe Ebene. In der Richtung kann sie sich nicht bewegen. Aber warum bewegt sie sich dann in diese andere Richtung jetzt? Ich habe ja erklärt in dem anderen Video über Vektoren, wie man zwei Vektoren addieren kann. Das war das, mit dem wir legen die Pfeile aneinander. Und hier machen wir das eigentlich umgekehrt. Und zwar wollen wir jetzt diese Gravitationskraft eben in zwei Kräfte aufteilen, also in zwei Vektoren aufteilen, die addiert wiederum die Gravitationskraft ergeben. Ich zeichne erstmal die beiden Vektoren ein und dann erkläre ich gleich, warum uns das jetzt weiterhilft. Also eigentlich, den einen habe ich gerade schon eingezeichnet, dieser grüne Pfeil, das ist eben der eine Vektor und der andere ist der hier. Da steht genau senkrecht darauf. Wenn ich jetzt diesen gelben Pfeil an den grünen Pfeil dranlege, also jetzt da quasi einfach rüber ziehe, dann bekommen wir hier etwa sowas. Also die beiden Vektoren müssen addiert, also wenn ich den einen Pfeil an den anderen Pfeil dranlege, die Gravitationskraft ergeben. Warum hilft uns das jetzt weiter? Wir können also mit der Gravitationskraft eigentlich genauso betrachten, als würden diese beiden einzelnen Kräfte, dieser grüne Pfeil und dieser gelbe Pfeil, auf die Masse wirken. Der grüne Vektor, also diese grüne Kraft, der grüne Vektor, der wirkt genau in die Richtung, in die die Kugel sich auch bewegen kann. Die schiefe Ebene hinab. Der gelbe Vektor hingegen, der steht genau senkrecht darauf, also auch senkrecht auf der schiefen Ebene. Also das heißt, in diese Richtung kann die Kugel sich nicht bewegen. Diese Kraft, also der gelbe Vektor, hat keinen Einfluss auf die Kugel, weil die Kugel sich in die Richtung nicht bewegen kann. Das heißt, es ist einfach dieser grüne Vektor quasi, das ist die Kraft, die auf die Kugel im Endeffekt noch wirkt, also die für diese Bewegung sorgt, entlang der schiefen Ebene hinab. Damit ich jetzt nicht immer grüner und gelber Vektor sagen muss, geben wir den noch Namen, und zwar ist das eine, das grüne ist die Hangabtriebskraft FH und das gelbe ist die Normalkraft FN. Was wir jetzt ausrechnen wollen, ist also, wie groß die Hangabtriebskraft ist. Also wie lange dieser grüne Pfeil ist. Und das ist tatsächlich gar nicht so schwer, denn wir haben ja gesagt, die Normalkraft steht genau rechtwinklig, senkrecht auf der Hangabtriebskraft. Und das heißt, wenn wir hier so diese Pfeile so aneinander legen, Hangabtriebskraft, Normalkraft und Gravitationskraft, dann haben wir hier, zum einen haben wir ein Dreieck, das sieht man ja, und wir haben aber ein rechtwinkliges Dreieck. Wir haben hier einen rechten Winkel. So, und in einem rechtwinkligen Dreieck kann man häufig schön rechnen, Sinus, Cosinus und so weiter. Also, wir brauchen aber noch eine weitere Information, und zwar der Neigungswinkel, also der Winkel, in dem die
Ebene geneigt ist. Wenn wir seine Horizontale hinlegen, das hier ist der Neigungswinkel Alpha. So, dieser Neigungswinkel Alpha, so wie ich ihn jetzt eingezeichnet habe, bringt ja uns nichts für das Dreieck, aber wir wissen ja, die Gravitationskraft steht senkrecht auf dieser Horizontalen und die Normalkraft steht ja senkrecht auf der schiefen Ebene. Und das heißt, wir haben hier den gleichen Winkel Alpha. So, und dann können wir jetzt schauen, kriegen wir irgendwie vielleicht die Hangabtriebskraft raus. Probieren wir mal was mit dem Sinus. Der Sinus von Alpha. Sinus ist beim rechtwinkligen Dreieck ja die Gegenkathete durch die Hypotenuse. Die Gegenkathete, das ist da oben die Hangabtriebskraft FH. Die Hypotenuse, also gegenüber vom rechten Winkel, das ist die Gravitationskraft FG. Jetzt müssen wir das nur noch nach FH umstellen, also mal FG rechnen. Und dann steht da im Endeffekt der Sinus von Alpha mal FG ist gleich FH. So kann man in einer schiefen Ebene, wenn man die Gravitationskraft kennt, ganz einfach die Hangabtriebskraft berechnen. Ich habe dann noch die Formel aus meinem Song über das Gravitationsgesetz, also die vereinfachte Formel am Ende, eingesetzt. Also FG ist ja gleich M mal G. Dann können wir also auch sagen, FH ist gleich M mal G mal der Sinus von Alpha. Ja, damit haben wir es schon. Ja, das war auch schon mein Erklärvideo hier zur schiefen Ebene. Natürlich muss man da jetzt aber bedenken, dass bei der schiefen Ebene die Reibung sehr stark ist. Also hier jetzt wirklich mit der Kraft und auch die Beschleunigung auszurechnen und so, kann man machen, aber man sagt halt sonst, wenn man irgendwie mit einem freien Fall beispielsweise rechnet, da vernachlässigt man die Reibung für gewöhnlich mit der Luft. Aber wenn wir jetzt hier wirklich auf festem Boden, quasi auf dieser tiefen Ebene, wenn da was lang rollt, da ist die Reibung wirklich nicht zu vernachlässigen. Deswegen, wenn wir jetzt hier auch so die Beschleunigung ausrechnen würden, das würde sehr ungenau werden. Aber die Kraft, die auf die Masse wirkt, die kann man so auf jeden Fall beschreiben. So, und das, was ich euch eben erklärt habe, könnt ihr euch tatsächlich auch in Liedform anhören in meinem Album von Kräften und Bewegungen, der Song über die schiefe Ebene. Das Album findet ihr auf Spotify, Deezer, allen möglichen anderen Streamingdiensten oder könnt es als CD bei mir bestellen. Dazu findet ihr alle Infos auf meiner Website nicoprocki.de. Und ich werde aber in Kürze auch zu diesem Song über die schiefe Ebene eben ein Musikvideo hier auf YouTube hochladen, das ihr euch dann auch anschauen könnt.